Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von How to Survive 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Moss und ich habe natürlich den Doskas mit dabei. Hallo Doskas! Hallo Peter Moss! Na, alles fit? Alter Verrückter. Naja, das kann ich mir selbst zurückgeben. Ja, man muss jetzt mal gestehen, wir haben hier so einen kleinen Fehler in unseren Einstellungen. Witzigerweise kann ich es aber auch irgendwie nicht mehr verändern. Das Problem ist, dass dieses bescheuerte Camp immer wieder auf öffentlich gestellt wird. Wir wissen nicht, wieso, weshalb, warum. Und ja, und da haben sie schon wieder die Kiste ausgeräumt. Die Assis! Ja, quasi. Also, wenn man hier mal reinguckt, Nahrung, Getränke, das ist jetzt aus meinem Inventar noch voll. Da habe ich zum Glück, hatte ich noch ein paar Sachen im Inventar, aber ja, Gesundheit wenig drin, Ausrüstung, so den Armutszeug, das haben sie uns da gelassen, wie unsere genau. 47 rostigen Mistgabeln. Aber sonst, auch ja. Das ganze Salpeter und der ganze Gedöns ist leider alles wieder weg. Ist gerade leider recht bitter, jetzt müssen wir den ganzen Mist hier wieder einsammeln. Genau. Und ich würde noch gerne kurz auf einen Kommentar eingehen von dem Kanal Mike. Erstmal Dankeschön für deinen Kommentar überhaupt. Und zwar hat er uns empfohlen, wir sollten doch, was Feuerwaffen angeht, doch mal den ausprobieren, die Schnellfeuerwaffen. Da hätten wir dann einmal die Tommy Gun oder aber auch die etwas modernere Art der Schnellspucker. Problem an der ganzen Sache ist einfach die Mats. Müssen wir erstmal irgendwie zusammenkriegen. So Aluminiumkrücken und Kupferdraht und den ganzen Kram. Ich weiß, so Barren und Rohre können wir selber machen, aber uns fehlen halt die Grundressourcen einfach. Und das gleiche Problem, was er uns auch empfohlen hat, ist dann noch einen Schalldämpfer drauf zu machen. Den können wir zwar auch bauen, aber da fehlen uns dann auch so Sachen wie gerade so eine leere Farbspraydose. Ich hatte noch nie eine im Inventar, deswegen keine Ahnung. Oder so Dichtringe. Das jetzt noch kurz so zum Kommentar, ne? Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja. Nichtsdestotrotz machen wir weiter. Aha, das darf ich aber looten. Interessant. Was macht er denn da unten? Ich war eben gerade im Bunker drin schon, weil wir ja wahrscheinlich gleich eine nächste Mission spielen werden. Ja, nur wo? Das ist eine sehr gute Frage. Ah. Auf jeden Fall mal die Schildkröte da. Die muss weg. Ja. Ah, jetzt kommt sie, die Killerschildkröte. Da ist sie weg. Gibt's ja gar nicht. Ich glaub, da wieder meine Pfeile. Ja klar. Steht auch mein Name drauf. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hingehen wollen. Weil, also ich muss jetzt mal gucken, was ich eben gerade sagen wollte. Irgendwie bin ich wieder völlig verwirrt. Ja, bin ich wieder viel zu lange wach. Ich gucke so lange in meine Kiste und stelle fest, da ist nichts drin. Meine Zuschauer haben es eben gerade schon gesehen. Ich dürfte hier die ganze Zeit, oder ich darf es halt auch immer noch nicht, ich darf diese 8mm Patronen nicht aufheben. Das liegt vielleicht daran, dass es ein kleiner Bug ist, denn die habe ich vorhin schon eingesammelt. Also die ist gar nicht da. Aha. Ja. Na, da war er schneller. Aha. Meine lootgierigen Finger waren wieder im Spiel. Können wir bei Kovac weitermachen? Oh, das können wir probieren. Gerne doch. Ja. Ich komme. Ich eile. Hast du ihn schon angesprochen? Hey, Survivor. Ich habe ihn schon angesprochen, ja. I wanted to ask you something. Do you ever know? Verliebt in eine Hexe habe ich hier. 3 belebender Trank. Ich find's witzig, dass du quasi nach mir angefangen hast und vor mir fertig warst. Ja, weil er das gleiche gesagt hat wie immer, von wegen beobachtet. Das sagt er ja immer. Achso. Gut, dann nehmen wir das doch. Jo, drück drauf. While you were slacking off in town, I actually got visited by one of our neighbors. I'll introduce you next time she's here. If you found something more presentable to wear by then, that is. No offense. I found her enchanting. After all, we're not just experts at surviving, are we? First and foremost, we're gentlemen, right? That's why I decided that we should help her out. Well, you will anyway, to begin with. You'll be going into the swamp to bring back some plants that our new friend seems to need. It's good timing. I was just about to send you there anyway. It seems that the recent torrential rain has revealed some unexplored areas. Okay. Na dann, drei Grünkäppling. Oh Gott, war die Sprachfehler hier. Grünkäppling. Sonnenbläuligen Pflanzen. Na dann starte ich doch mal. Natürlich die Queststufe 20. 20,
Alles klar. Uns fehlen ja noch übrigens 2 Stufen. Also meinem Charakter zumindest fehlen noch 2 Stufen. Dann können wir wieder so eine Horde rufen über unseren Turm. Bin mal gespannt. Bei den ersten Sonnenbläuling, Grünkäppling. Sehr schön. Oh, da moppelten sie schon rum, oder? So. Ja. Im Übrigen, ich hoffe, dass ihr natürlich hier so alle, so kurz vorm Wochenende, so eine Woche vor Weihnachten, ja, stimmt, natürlich auch schon alle schön fleißig dabei seid, eure Geschenke zu kaufen. Tut euch den Stress auf die Tage nicht an. So wie ich. Macht keinen Spaß. Ja, hast du schon? Ich bestell's online, also. Ist von daher nicht ganz so dramatisch. In der Hoffnung, dass Amazon natürlich rechtzeitig liefert. Das muss man ja natürlich auch mal so sagen. Du wolltest mich schon wieder in den Rücken schießen. Nein, ich hab extra gewartet. Ich hab's genau gesehen. Ich habe aber gewartet. Ich kann den Dicken wieder nicht anvisieren. Warum auch immer. Ah ja, jetzt. Ah, Pilz auf dem Tisch. Auch nicht schlecht. Ja, gib mir Zell. Endlich mal wieder ein bisschen Aggro hier rauslassen. Ja, jawohl. Aha, geh weg. Oh Gott. Ich mach so wenig Schaden, das ist abnormal. Jawohl, und rein ins Gesicht. Bäm. Genau. Ja, schön indiziert. Hab das alles schön hier in der stillen Ecke gemacht. Ja, für die jüngeren Zuschauer. Naja. Aber ich werde mich hier weiterhin nicht zurückhalten. Ich bitte darum, dass du dich nicht zurückhältst. Ich werde dich das nächste Mal dran erinnern, wenn du wieder Contenance von mir forderst. Contenance? Habe ich das jemals von dir gefordert? Noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch. Da fällt mir auf, wir haben schon 3 Pilze. Das ist ja interessant. Ja. Das ging ja schnell. Ist da eine Tür oder? Nee, der hängt da einfach fest. Auf jeden Fall ist im Haus was drin. Hey. Allgemein, rein. Schießt er erstmal auf den Dicken, dass er auf mich schneller drauf rennt. Das ist der Hammer mit dir. Ja, ich dachte, du hast schon drauf. Aua. Ich dachte schon, du hast hier, ne, draufgeschlagen. Nee. Da klaut er mir meine Pfeile, die ich jetzt hier einsammeln wollte. Ja, natürlich. Ich mach das mal so wie du. Ja, ja. So, kannst reinkommen da hinten. Dave. Hallo. Quasi. So. Ein überspültes Bad quasi. Überspültes volle Leben. Ein überflutetes Bad. Vorsicht. Was ist denn los mit mir heute? Ich weiß auch nicht. Denn das für ein hässliches Kuscheltier. Ich seh's. Alter. Gott, ist das viel hässlich. Hey, das hat irgendein Kind mit Mühe und Not zusammengebastelt und du. Komm, bisschen. Contenance, ne? Nein, ja, eben sollte ich nicht mehr. Jetzt überleg mal, was du jetzt von mir haben möchtest. Das geht so nicht. Ja? So hü oder hot hier ist nicht. So, da ist dann übrigens noch irgendwas in dem Haus. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Okay, dann gehe ich nochmal rein und guck. Ah! Ja. Das war wieder so ein Grün-Kepling-Pilz. Also nichts, was wir noch nicht hätten. Mhm. Na, es wird mir halt zumindest nur angezeigt. Ja, ich frag mich eher, wo die anderen sind. Die Pflanzen. Wahrscheinlich sind die gar nicht in den Häusern. Ah, ja, sag ich doch hier. Die sind außerhalb der Häuser. Ja, es hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, wenn die so mitten im Sumpfgebiet gewesen wären. Ist gut, töte du mal, dann loot ich in der Zeit. Ja, ja. Da ist noch einer. Na! Toll. Oh, voll ins Hirn, Mann. Ja, und mir voll in den Arsch.
finde das immer total irritierend, dass so tote Babys in den Bäumen hängen. Und wahrscheinlich Puppen hoffen. Hoffe ich doch mal, dass es nur Puppen sind. Ich bin mir da nicht so sicher. Meinst du? Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass Zombies großartig hier jemanden aufhängen. Ja, die wollen halt auch ein bisschen Deko haben. Ja. Oh, das war's schon. Warst du schon? Ja, zumindest was. Frage ist, wollen wir jetzt hier weiter rumlaufen? Oder wollen wir einfach vielleicht mal gucken, dass wir noch eine Mission dran kriegen? Also, weil zeitlich könnte was machen, wenn wir gleich noch eine machen. Ich wäre sogar fast für die Mission, weil ganz ehrlich, loot-technisch habe ich jetzt hier nicht wirklich was Tolles gefunden bisher. Das stimmt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weg und. Ja. Wir flüchten. Die wirkungsvolle Zirkumflex-Taste. Hä? Aber ich hätte ja zu gern das Gesicht von deinem Prof gedacht. Gesehen. Prof gesehen. Nicht gedacht, ey. Gedacht. Was ist denn los mit mir heute, Mann? Ich kann es dir nicht beantworten. So, dann quatsch ich mal an. Oh. There you are, Survivor. I see the harvesting went well. Great. Take good care of those plants. Their future owner will soon be dropping by to pick them up, I imagine. Or I can take care of them for you, if you wish. I'll pass them along. Sehr schön. So, sollen wir nochmal ihn ansprechen gleich? Ja, denke ich doch. Did you notice the strange lights above the camp last night, Survivor? I think it was the army. They must be looking for something. Or someone. You haven't done anything wrong, have you? I'm joking, of course. Just kidding, Survivor. We all have our little secrets. Aha. Heilige ja. Batterie. Okay. Wow. Nagelschachteln. Naja, besser wie nix, ne? Bin begeistert. I have a new and important mission for you, Survivor. I want you to go into town to locate a specific vehicle. Well, it's not actually the vehicle I'm interested in. It's the battery. We're going to need it to upgrade our camp. And I've been told that the former priest of the cathedral was using one, until just recently. Until his mysterious disappearance, in fact. Maybe he told the wrong people to drink of his blood and eat of his flesh. Just kidding. Regardless, find the vehicle and take the battery. It should be easy to find. It's a big black pickup. And there are only two parking places behind the cathedral. And if you happen to bump into Father Meyer, it may not be a good idea to talk religion with him. He may not be as good a listener as he used to be. Ja, okay. Gut. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal noch zwei Stufen höher, weil das war relativ einfach eben. Okay, du bist Boss. Ja, Mann. Also 22. Boss. The Boss. Gut. Ja, Mann. Jetzt will ich nur kurz gucken, ob ich in einer Mission eigentlich Skillpunkte verteilen darf. Wenn ja, dann will ich mich mal eben leveln. Weißt du, was ich interessant finde? Nein, dass ich langsam lade, ich weiß. Nee, das gibt gewisse Dinge, an die habe ich mich einfach schon gewöhnt, aber. Ich habe eben gerade nur um die 1600 Damage gemacht, ja? Ja. Gehe jetzt zwei Stufen höher und jetzt mache ich auf einmal 2000. Warum? Bist du mehr ausgeruht? Irgendwie? Weiß ja nicht. Keine Ahnung, aber irgendwie finde ich es gerade gar nicht so sinnvoll oder so aus heiterem Himmel, warum ich auf einmal mehr Damage machen sollte. Jetzt mache ich nur 1600. Oh, ja, ich mache auch 1600. Eben habe ich 2000 gemacht. Vielleicht war das auch irgendwie so noch so ein Bug. Keine Ahnung, ich schieb's gerne auf Bugs. Ja. Das ist ja mehr oder weniger der Vorteil an Early Access Titeln. Ja, wenn was ist, dann ist es ein Bug. Genau. Ich bin gestorben, blöder Bug. Ja. Oh, der Zombie rennt, was ein Bug. Oh, da liegt eine Gitarre. Oh, ich habe eine verstimmte Gitarre. Kann ich die nutzen? Vielleicht kannst du ja irgendwie drauf rumhauen. Ja, ich will es gleich mal gucken. Mal checken hier. Ob es als Waffe zählt. Ja, es zählt als Waffe. Mhm. Geil. Mal gucken, ob die Schaden macht. Naja. Aber vielleicht gibt es ja lustige Finisher-Moves. Ich gebe mal mein Bestes hier mit F. Oh ja. Schön ins Gesicht damit. Jawohl.
Und es gibt einen schönen dumpfen Ton. Der Mann mit der Gitarre. Außerdem sieht's fesch aus, wenn ich hier mit einer Gitarre an der Seite rumlaufe. Ja. Ja. Finde schon ein bisschen verstimmend jetzt. Oh, ich hab Zement gefunden. Oh, das ist gut. Oh, hier liegt ganz schön viel Zement, ne? Hier liegen überall Säcke von Zement. Kommt man hier irgendwie hoch? Oh, schön. Bombi und Hund zeitgleich. Bam. Weiß ich nicht, ich laufe auch gerade erstmal so generell so außenrum gerade. Ah. Oh ja, hier kommt man hoch auf die Baustelle. Man kommt sogar ins Gebäude rein. Was ist hier? Alter, das ist eine riesige, coole Sache. Coole Location. Ach so. Jawoll. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt, weil es hier im Teamspeak gerade hieß, User left your channel. Was? Ja. Hä? Genau, war ich auch gerade ein bisschen verwundert. Bist du ins Zweite? Ja, genau. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Jawohl, das ist gut. Ihr seht wieder, Vorbereitung ist alles, Leute. Oh ja. Oh, wer regt mich da jetzt auf? Wer joint denn hier als aus einem AFK-Channel? Unglaublich. So. Musste da kurz mal aus dem anderen TS raus. Ja, das kann nur Martin sein. Ja. Gleich platzt er! Gleich platzt er! Au! Sag ich doch. Da ist mir eben der Finger von ihm beim Platzen ins Gesicht gehobbelt. Ich weiß nicht. Denk bitte gerade noch mal drüber nach, was du eben so gesagt hast. Ich finde es total verstörend. Oh, ich genau, hab einen Reifen. Genau so sollte es auch sein. Das ist ja unglaublich. Oh, ein Stahldraht. Was? Gleich platzt er, gleich platzt er. Und dann irgendwas mit Finger. Das, bei Finger habe ich dann abgeschaltet. Finger und Augen. Ah, ja. So, aber wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ohne Werkzeug ist das Ding nicht zu knacken. Kirchenschlüssel. Ernsthaft? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach, Kirchenschlüssel. Da liegt er. Toll, gut versteckt. Na, Gott sei Dank. Mhm. Zack. So, ich bin wahrscheinlich jetzt in dem Bereich, wo du gar nicht hinkommst, ne? Ohne, dass du jetzt durch die Küche gehst. Ist natürlich die Frage, was ich jetzt mache hier. Ich kann ja schlecht jetzt hier durchpreschen. Ohne dich. Kannst du schon? Kann ich schon, okay. Du musst natürlich nur mit den Konsequenzen leben, dass, falls du abnippelst, dass ich dir nicht gleich helfen kann. Mhm. So, ich muss irgendwie durch die Kirche, hast du gesagt. Ja, an dem Baugerüst hoch. Das dachte ich mir schon ganz hoch? Nee, ganz hoch bin ich nicht. Ich bin durchs Fenster durch. Achso, du bist nicht ganz hoch, dann gehe ich doch erstmal ganz hoch. Ja, mach das mal. Wer weiß, was du da hier mal wieder übersehen hast. Ja, ja. Du jammerst dann rum, dass du keinen Loot hast. Ich jammer nicht. Lichtring gefunden. Nylongarn, Holzbrett. Und ein. Oh, ich hab ein kleines Medikit gefunden, Mann. Was? Medikit. Ja, war schuld. Nice. Wärst du mal aufs Dach gegangen? Ja, ja, ja. Ja. Wärst du mal aufs Dach gegangen? Ich hab ja nur die Hälfte gelootet hier, Mann. Ah, da ist übrigens eine leere Farbspray-Dose. Echt jetzt? Ja. Okay. So viel zum Thema Schalldämpfer. Wobei ich aber glaube, wir hatten schon Farbspraydosen. Die Problematik ist halt einfach nur, dass wir halt wieder leergeräumt worden sind. Ja gut, das kann natürlich auch daran liegen. Finde ich halt ein bisschen ärgerlich, aber es ist halt nun mal so. Jawohl. So, wie war das mit zwei Parkplätzen? Naja. Blöden Köter da, ey. Ich brauche es schon für einen dicken drei Schüsse quasi. Ja, ich auch. Also. Von daher. War keine Absicht. Hä? War's nicht. Was hat er denn? Oh, okay. Verstehe. Ich hab das Auto nur angeschossen. Aber ich hab wenigstens die Autobatterie. Ja. Oh, und einen großen Verbrennungsmotor. Für was auch immer den wir brauchen.
Das weiß man nicht so genau, aber... Meine Hoffnung ist beim Minibike. Ja. Das wird sein. Wir brauchen aber noch die bescheuerte Pfeile irgendwie. Ja, ich hoffe, die ist auf der Seite, nicht auf der anderen Seite, weil da kommen wir nicht mehr rüber, glaube ich. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich aber nichts gefunden, weil die bin ich abgelaufen. Okay. Würde ich jetzt mal sagen, dass das zumindest hier ist. Hier irgendwo in irgendeinem Häusle. Ja, zumindest die Karte zeigt gerade nichts an, aber schauen wir mal. Vielleicht sind sekundäre Ziele nicht angezeigt auf der Karte, weiß ich nicht. Das kann sein, also ich... Also hier ist muss nicht. Jetzt auch ehrlich sagen, ich habe da bisher noch gar nicht so drauf geachtet. Also hier hat es ziemlich viel Loot in dem Haus. Das finde ich nochmal gut. Ha, gutes Bad ist natürlich wie immer leer. Ah. Ich jetzt mal, Oh, sehr schön. Ich glaube, wenn es so weitergeht, kann ich meine... mein Sturmgewehr noch basteln. Huch. Boah, Gott, da haben wir noch einen Pelikan hier. Denn dieser blöde Pelikan jetzt hier im Haus? Und ich sehe jetzt wieder... Oh ja. Mich hier mal kurz... Da. Kurz heilen hier. Das ist gute Medikit. Alter, was ist denn hier los? Nee, nicht mit dem Medikit im Übrigen. Oh, was war das? Muss mal hier raus. Also das nervt mich ja, dass der Pelikan in dem Haus ist. Ich erstmal das andere looten. Der Pelikan draußen ist, weil... Der echt ein Hund hoch, ich glaub's nicht. Relativ schwierig, das sag ich mal, den anzugreifen da drin. Okay. Ja, wenn du da nicht allzu viel Spielraum hast. Wo ist denn jetzt da, verbannt? Gestaltet sich das ein bisschen schwierig. So. Kann ich ja jetzt auch endlich hier hochgehen? Also heute sind sie äußerst klug, muss ich sagen. Nein! Oh Mann. Okay. Da, nimm die Gitarre in den Kopf. Irgendwann nicht mehr rennen kann. Okay. Wie viel habe ich denn? Was ist denn mein Inventar? Achso, ich bin quasi vom Gewicht her voll. Na gut, ich nehme an, der Verbrennungsmotor und sowas. Ja. Wird einiges fressen quasi. Doch eine leere Farbspraydose. Sag mal, ist es eigentlich gerade dunkel geworden? Irgendwo noch eine Pfeile geben, ja. Also es ist nicht dein Bildschirm, der keinen Strom mehr kriegt. Es ist tatsächlich dunkler geworden. Ach, gut, dass ich dich hab, ey. Ja, das weiß ich. Bin doch für dich da. Ich komm mir so blöd vor. Ich komm mir so blöd vor. Mann, Mann, Mann. Hier war auch nichts. Hm. Ist noch ein Riesenhäusle? Also die Karte ist größer, als man denkt. Ja. Richtig gesehen. Ich habe noch einen zweiten Parkplatz. Vielleicht ist die Pfeile einfach auf dem zweiten Parkplatz. Kann sein. Kann man hier schau Auto doch einfach auf. Mal. Was hältst du denn von der Idee? Ja, ich gucke ja gerade schon. Oh, ich bin auch schon fast voll. Ich kann hier aber keine Autos aufmachen. So den geh nicht raus, Mann. So, hier geht's doch ewig weiter. Was war das? Ah Gott, jetzt kommen ja die komischen Viecher, die hier nachts rumrennen. Ja, ich merke es auch gerade. Oh je, voll daneben geschossen. Also du Drecksack. Oh, ich hasse diese relativ Viecher. Witzig finde, ist, dass sie aber auch andere Zombies umrennen. Mein Gott. Noch irgendwann. Ich habe doch eben gerade gehört. Na!
Ganz schön viele von den Viechern hier gerade. Na gut, es ist halt dunkel, ne? Ja, also du musst schon auf einem größeren Abstand irgendwie sein, weil ansonsten hast du da keine Chance mehr wegzukommen rechtzeitig. Ja, halt gute Ausweichskills. Ich muss mich mal besser mal heilen, weil bevor da jetzt gleich noch so ein Vieh kommt. Mann, ey. Oh, das ist ein Medikit. Ja, oh, das ist ein Medikit. Auf dem Auto und ich komme nicht aufs Auto hoch. Warum komme ich nicht aufs Auto hoch? Schlecht, lieber Doskias. Ja, muss ich mal gucken, ob hier irgendwo so ein Ding liegt. So ein Kasten zum... Ne? Sie verstehen? Ja, so ein Kasten zum, ne? Ja, da ist einer. Tatsächlich, da ist echt einer. So ein Schiebekasten. Ja, so ein Schiebekasten. Okay. Der quietscht auch nur leicht beim Bewegen. Merke ich gerade. Danke, Platte. Ja, gar nicht hier. Nein! Was ist denn die bescheuerte Pfeile, Mann? Die ist hier irgendwo. Ich hab's da gerade auf der Karte. Hast du sie? Da ist sie doch. Jawohl! Wenn du den Rest gelootet hast, können wir dann quasi gleich rausgehen? Nein, ich hab noch hier Beschäftigung. Ich will unbedingt hier mein Medikit haben. Kleines Medikit, sehr schön. So. Ja, dann hast du es doch jetzt. Ja, ich sammle noch meine Pfeile ein und alles. Ja, sagst du mal Bescheid. Also, ich meine, hier geht's noch ein bisschen weiter bei mir. Weiß es nicht, echt? Wie weit, aber ich glaube sogar, dass man hier wieder zurückkommt, eventuell. Auch noch ein Pelikan. Ja gut, dann würde ich sagen, weil wir halt schon bei 27 Minuten angekommen sind. Ach, gerade, dann würde ich sagen, beenden wir erstmal hier die Folge und dann machen wir dann gleich weiter. Ja Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen oben da, wir würden uns drüber freuen. Schaut natürlich auch bei dem anderen mal auf dem Kanal vorbei. Sind alle in der, oder ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende für euch schon mal. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.